Die Säulen sind übrig geblieben, nachdem das Gutshaus abgebrannt war und notdürftig wieder aufgebaut für Wohnungen nach dem Krieg. Der Gutshof ist so abgelegen, wie der Name klingt, Neuendorf im Sande. Und doch ist er etwas Besonderes. Und wir, der Verein Geschichte hat Zukunft, haben uns auf die Fahnen geschrieben, die jüdische Geschichte dieses Gutshofes zu erforschen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und diese Geschichte ist die der Hachschara, hebräisch für Vorbereitung. Junge Jüdinnen und Juden wurden hier ab 1932 für die Landwirtschaft ausgebildet. Eine Chance mitten in der Weltwirtschaftskrise. Ziel war die Auswanderung nach Palästina. Mit dem Machtantritt der Nationalsozialisten wurde Neuendorf zur Hoffnung, rauszukommen aus dem Hitlerstaat, zu fliehen vor der Judenverfolgung. Nach 1941 war dies nicht mehr möglich. Neuendorf wurde zum Zwangsarbeitslager. Diese Zeit des Übergangs erlebte eine Vorfahrin der Familie Finkelstein. Heute kamen Tochter und Enkel aus Israel, um den Ort und die kleine Ausstellung dort zu besuchen. Das ist meine Mutter, Ruth Weil. Sie ist geboren in Frankfurt und sie war hier von 1940 bis 1943. Es waren Jahre der Zwangsarbeit und des Hungers, trotz der Arbeit im Gartenbau, wo es Kartoffeln und andere Früchte gab. Sie bekamen nur sehr wenig zu essen, gerade mal zwei Scheiben Brot am Tag und vielleicht einmal in der Woche ein Ei oder ein Stück Käse. Das war's. (1943) die Deportation nach Auschwitz. Ruth Weil überlebte, ging nach dem Krieg nach Israel. Viele Besucher am Tag des offenen Denkmals kamen aus der Umgebung. Trotzdem erlebten sie einen Ausflug zu einem unbekannten Ort. Ja, ich bin tatsächlich total überrascht, dass ich den Ort einfach nicht kannte bisher, obwohl ich ja so aus 35 Kilometer Umfeld hier stamme und ich davon aber bisher noch nichts gehört hatte. Aber wir fanden den Ort schon immer interessant und dass es jetzt so eine historische Bedeutung hat, ist uns erst kürzlich klar geworden und wir haben uns gefreut, dass es mal eine Führung gibt, dass man mal ein bisschen mehr erfährt. Seit 2018 bemüht sich der Verein Geschichte hat Zukunft, den Gutshof zu einem Ort der Erinnerung zu machen. Dabei soll der Hof nicht nur ein lebendiges Museum sein, sondern auch ein Ort zum Wohnen und Arbeiten, für Kultur und Kunst.